Also, dann liebe Grüße aus Montegordo, Portugal, hier aus dem Trainingslager. Mein Freund und ehemaliger Trainingspartner Arne hat mich gebeten, ein Video aufzunehmen, in dem ich über Konflikte im Sport spreche. Was ich da genau erzählen soll, weiß ich auch nicht so richtig. Einfach, was mir für Konflikte einfallen, die immer im Zusammenhang mit Sport stehen und wie ich damit umgehe. Er braucht das wohl für irgendeine Uni-Arbeit und ich habe mir gedacht, ich mache das und ich lade es einfach auf meinem YouTube-Channel hoch. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant, der das jetzt gerade nicht zwangsläufig in der Uni behandeln muss. Konflikte im Sport. Ja, also da gibt es natürlich viele, je nachdem wie man halt auch Konflikt definiert. Aber ich denke, der Urkonflikt ist natürlich das Wettkampfgeschehen. Also irgendwo die Konfrontation Mann gegen Mann, wo man sich natürlich durchsetzen muss. Wo man natürlich versucht, so gut es geht, eben seine Leistung abzurufen. Da spielt natürlich viel Psyche mit rein. Ich muss also mich auf mich selber konzentrieren und gleichzeitig trotzdem irgendwie die anderen im Auge behalten und dann möglichst am Tag X meine hundertprozentige Leistung abrufen. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen in Verbindung mit einem Leistungsdruck zu sehen, denn für uns Sportler oder für uns Leistungssportler steht natürlich die Leistung im Vordergrund und wir werden natürlich auch daran gemessen. Also wenn ich eine schlechte Leistung abliefere, ist das in der Regel nicht unbedingt positiv für mich und da hängt natürlich auch Förderung dran und solche Geschichten. Ja, natürlich auch der persönliche Anspruch. Neben dem Offensichtlichen sind natürlich auch viele Dinge im Hintergrund, die irgendwo Konfliktpotenzial mit sich bringen. Ja? Also es ist heutzutage ja gerade als Läufer, als Leichtathlet nicht so, dass wir mit dem Sport unseren kompletten Lebensunterhalt bestreiten können. Ja? Also wir verdienen in der Regel, außer vielleicht ein paar Vereinzelte, verdienen wir nicht so viel mit dem Sport, dass wir nichts anderes machen müssen. Ja? Das heißt, wir haben auf jeden Fall immerhin schon mal ein Zeitproblem. Ja, der Tag hat nun mal leider nur 24 Stunden und in der Zeit gilt es natürlich im Training das Optimum rauszuholen. Ja, also ich persönlich trainiere jetzt so meistens 12-mal die Woche, plus minus, und muss natürlich nebenbei auch noch ein paar andere Dinge erledigen. Ja, also ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Vollzeit, bin jetzt gerade im 5. Semester, habe also damit relativ viel zu tun. Ich arbeite nebenbei als Werkstudent im Marketing, ich gebe Lauftraining für Kinder und auch für Laufanfänger, also für Erwachsene. Und ja, wie gesagt, ich trainiere auch selber. Ja. Dass da nicht so viel Freizeit bleibt, ist klar. Dass man das alles irgendwie unter einen Hut bringen muss, ist, glaube ich, auch klar, dass das immer irgendwie Konfliktpotenzial hat. Also, dass das immer Überschneidungen geben wird, wo man eben nicht alles hundertprozentig so ausüben kann, wie man das möchte. Und man muss natürlich auch immer damit rechnen oder das sich so vorstellen, dass man in jedem Bereich, den man macht, sich immer mit Leuten misst, die sich nur darauf konzentrieren. Ja, also sowohl im Studium, wo ich Kommilitonen habe, die nichts anderes machen als zu studieren, und natürlich auch im Sport, wo ich Leute habe, die unter Umständen nichts anderes machen als eben Sport zu betreiben, ja, vor allem aus anderen Ländern. Da konkurrenzfähig zu bleiben ist natürlich schwierig, ist ein großer Druck und erfordert auch ein gewisses Zeitmanagement und vor allem eine Selbstdisziplin. Ja. Ja, was damit natürlich in Verbindung steht, ist, dass das Privatleben oder dass die Freizeit natürlich immer ein bisschen zu kurz kommt. Was man sich vorstellen kann, ja, also Menschen, die eben den Leistungssport nicht so betreiben, können das unter Umständen nicht nachvollziehen. Arne weiß es auch selber am besten, ja, also gerade wir, wo wir auf dem Sportgymnasium waren, haben halt in unserer Jugend, ja, was wir vielleicht jetzt immer noch irgendwo ein bisschen sind, aber gerade so in der Zeit, wo vielleicht die meisten anderen in Diskotheken gehen und sich irgendwie ausprobieren und was auch immer, sind wir halt um 8 ins Bett gegangen und haben nächsten Tag wieder zweimal trainiert, ja. Und das sind natürlich auch immer irgendwo erstens Konfliktpotenziale mit Leuten, die im gleichen Alter sind, vielleicht nicht verstehen, was man selbst macht. Und natürlich auch immer Konflikte mit sich selbst, ja, weil man natürlich irgendwie auf Sachen verzichtet, die man vielleicht gern machen würde, die aber einfach, ja, irgendwo konträr zu dem stehen, was man im Sport erreichen will. Weiteres Thema Doping. Natürlich das auch immer ein Konflikt, ja, man muss ja heutzutage fast sagen, dass, ja, offiziell darf ich das wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber international kann man schon damit rechnen, dass ein großer Prozentsatz der Sportler und vor allem Läufer gedopt ist. Und natürlich sind das die Leute, mit denen man sich misst. Ja? Natürlich haben wir in Deutschland ein sehr gutes Anti-Doping-System, wo wir regelmäßig kontrolliert werden, wo auch unsere Konkurrenten logischerweise kontrolliert werden und wo ich persönlich zumindest das Gefühl habe, dass es nicht viele, wenn nicht keine Konkurrenten gibt, die mit dem Thema Doping in Kontakt stehen. Ja? Aber international ist es schon so, gerade jetzt das Thema Russland, dass man sich dann mit vielen Leistungen misst, die einfach nicht sauber zustande gekommen sind. Und das ist natürlich auch ein Problem und das beschäftigt einen auch persönlich sehr. Was im Zuge dieser Unfairness vielleicht auch noch ein Punkt ist, innerhalb Deutschlands, ja, wir haben
mittlerweile bei deutschen Meisterschaften, auch bei Europameisterschaften, so viele Leute am Start, die eigentlich nicht startberechtigt sein dürften. Ja, das ist zum einen innerhalb von Europa mittlerweile das Problem, dass gerade die Türkei zum Beispiel vehement Afrikaner einkauft, was den Wettbewerb natürlich total verzerrt und was es vor 10 Jahren so noch nicht gab. Daran werden wiederum Normen für uns festgelegt, die wir erreichen müssen, und diese Spirale ist auf jeden Fall auch ja nicht gerade positiv zu bewerten. Und ein weiteres Thema auch innerhalb von Deutschland, wo ich persönlich auch schon mehrfach damit in Kontakt gekommen bin, ist die Altersproblematik, ja, von eingebürgerten mittlerweile Deutschen, ja, die offiziell irgendwie am 1.1. Geburtstag haben oder irgendwie schon vor 10 Jahren mal in ihrem Land, in Äthiopien oder wo auch immer, für ihr Land gestartet sind und damals noch 3 Jahre jünger waren, jetzt aber in Deutschland U20 sind offiziell und dann dort deutsche Meistertitel einstreichen. Und das ist natürlich auch irgendwo ja, Konflikt, würde ich mal weitestens sagen. Abschließend geht es natürlich immer irgendwie darum, diese Konflikte zu vermeiden. Es geht darum, das Beste aus seinen Gegebenheiten zu machen. Und nicht zuletzt bin ich deshalb jetzt gerade hier im Trainingslager, weil ich hier einfach alltägliche Dinge oder Probleme, die ich sonst habe, nicht habe. Also ich muss jetzt hier mich nicht um Uni kümmern, zumindest fast nicht. Ich muss ein paar Hausarbeiten schreiben, aber muss zumindest jetzt nicht regelmäßig erscheinen. Habe Zeit für mein Training, kann mich komplett darauf konzentrieren, muss im Moment nicht arbeiten und ja, bin da eigentlich entspannter, als ich zu Hause bin. Und das merkt man natürlich auch im Training. Ja, also das ist keine Frage. Es läuft einfach besser, man kann einfach auch mehr Zeit sich für Sachen nehmen, für Dinge, die man zu Hause nicht macht, Prophylaxe etc. Und das ist in Deutschland immer relativ schwierig. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon, was mir jetzt erstmal dazu einfällt. Ich hoffe, ich habe da das Thema jetzt erstmal getroffen. Und die, die jetzt in der Uni sitzen, haben da irgendwie einen Mehrwert davon. Arne, ich hoffe auch für dich und für alle anderen, die sich das noch so angucken. Vielleicht war es ja interessant für den einen oder anderen. Also, macht's gut.